Wir sind hier auf der L173 Föhrenbach, Ortsausgang Richtung Furtwangen. Wir wurden heute zu einem Verkehrsunfall alarmiert mit zwei Fahrzeugen und zwei weiblich eingeklemmte Fahrerinnen. Die Fahrzeuge fuhren frontal aufeinander und beide Fahrerinnen wurden in ihrem Fahrzeug schwerst eingeklemmt. Wir mussten dann beide Fahrerinnen aus ihrem Fahrzeug befreien. Und da die Feuerwehr Föhrenbach ja zwei Rettungssätze besitzt, konnten wir mit beiden Fahrzeugen gleichzeitig beginnen, sowohl das graue wie am weißen Fahrzeug die Fahrerinnen aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Wir hielten dann Rücksprache noch mit dem Rettungsdienst, um eben abzuklären, wie weit die Verletzten stabil sind, damit eine schonende Rettung der Patientinnen gemacht werden konnte. Die beiden Fahrerinnen wurden schwerst verletzt, da der Aufprall mit sehr hoher Geschwindigkeit stattgefunden hat. Das graue Fahrzeug ist ein sehr neues Fahrzeug und dadurch kamen fast Rettungsschere und Spreizer an ihre Arbeitsgrenzen. Die Materialien sind inzwischen so stark, damit dass eine Rettung eben immer schwieriger wird in den neuen Fahrzeugen.